Von der Kirche Veränderungen zu fordern, macht nicht antikatholisch. Wenn ich auf Social Media die Kommentare zu Maria 2.0 oder unter anderem Posts lese, die Veränderungen fordern, dann kann ich einfach nur den Kopf schütteln. Denn ein kleiner, aber umso lauterer Teil torpediert mit seinen reaktionären Kommentaren jede Diskussion. Es entsteht der Eindruck, dass Kirche nicht nur keine Reformen bräuchte, sondern auch, dass sie durch jede progressive Forderung bedroht sei. Jede Diskussion, jedes Rütteln am Status quo wird als heretisch und als antikatholisch gebrandmarkt. Es entsteht der Eindruck, dass man als Katholik keine Veränderungen von seiner Kirche fordern darf. Wem es nicht passt, soll halt gehen. Aber wenn unsere Kirche auch weiterhin den Anspruch hat, die eine heilige katholische und apostolische Kirche zu sein, dann kann sie nicht einfach den Anspruch aufgeben, für alle Menschen da zu sein und einfach die raus ekeln und Konvertierung nahelegen, die Probleme benennen. Ob Verbände und Gruppierungen da immer die richtige Form wählen, um Veränderungen anzustoßen, darüber kann man diskutieren. Aber wer sich diese Thesen durchliest, der kann sich doch eigentlich nur wundern, dass wir überhaupt noch darüber im 21. Jahrhundert diskutieren müssen. Und wenn jetzt die Bischöfe sagen, Kirche kann man halt nicht so schnell ändern, das braucht Zeit, dann frage ich mich, was wir die letzten 50 Jahre gemacht haben. Denn seit dem Zweiten Vatikanum diskutieren wir diese Fragen. Und seit einem halben Jahrhundert werden diese Fragen ausgesessen. Und es wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Denn alle Entscheidungsmacht liegt bei denen, die vom Status quo profitieren und für die jede Veränderung nur einen Nachteil bedeutet. Aber es braucht Veränderung. Denn das, was sich manche Bischöfe im Umgang mit sexuellem Missbrauch leisten, das ist nicht nur fahrlässig, sondern fast kriminell. Diskriminierende Strukturen sind nicht Gott gegeben, sie sind menschengemacht und Kirche ist immer schon Veränderungen unterworfen gewesen. Nur deswegen existiert sie heute noch. Und Kirche, das ist viel vielfältiger, als wir es denken. In den unierten Ostkirchen dürfen Priester heiraten, seit Jahrhunderten. Warum nicht hier? Warum keine Frauen als Priester? Wirklich, weil sie keinen Penis haben? Und wer den Zustand unserer Kirche jetzt im Namen Jesu verteidigt, der sollte noch mal nachlesen. Wir haben viel zu viele Vorschriften, die um der Vorschriften willen da sind, nicht für den Menschen. Wir dienen in unserer Prunksucht dem Mammon. Wir sperren unseren Gott weg, anstatt hinauszugehen und ihn in unserem Nächsten zu sehen. Wir stecken viel mehr Energie, unsere Strukturen und unseren Ruf zu schützen, als für die Geschädigten einzutreten. Wir leben eine unerträgliche Doppelmoral. Ich glaube, Jesus würde diesen Sauhaufen, den die katholische Kirche in manchen Bereichen gerade abgibt, ordentlich durcheinanderwirbeln. Deswegen fordere ich Veränderung. Aber soll ich deswegen gehen? Evangelisch werden? Nein, ich werde bleiben und weiterhin Veränderung fordern, weil ich immer noch an die eine heilige katholische Kirche Jesu Christi glaube.